Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Crunchcow. Und wir spielen gegen den VfB Stuttgart. Wie auch schon gestern, beziehungsweise die Folgen sind ja quasi hintereinander aufgenommen, aber die Folge von jetzt gestern müsste dann auch gegen den VfB Stuttgart gegangen sein. Und das ist ziemlich interessant, dass das so die Welle nimmt. Ich habe außerdem festgestellt, dass ich Shiba jetzt eigentlich nicht so gerne hier drin hätte, sondern ganz gerne Tam dabei hätte. Und ganz gerne Tam auch eingesetzt hätte. So, ansonsten bleibt alles erstmal beim Alten. Skjelbred wird erstmal da bleiben, wobei ich glaube, Weiser wird heute nicht starten, zuallererst. Das habe ich jetzt einfach so für mich beschlossen. Und wir werden jetzt so in das Spiel gegen den VfB Stuttgart starten. Die Transferphase ist ja vorbei. Und keine Sorge, es folgt dann auch in Zukunft noch ein Video, wo wir darüber sprechen werden, wie wir weiter damit umgehen werden. Also wie wir weiter mit Transfers umgehen werden, dass wir nochmal ein Transferdingens haben. Hi there everyone, this is the Olympia Stadion. Olympia Stadion. Und dann werden wir wieder die Chance bekommen, mit mir zu entscheiden, wer denn zu uns kommt. Aber erstmal versuchen wir, den VfB Stuttgart platt zu machen. So natürlich eher nicht. Ob das nicht. Nee, scheint doch keine allzu große Verletzung zu sein. Okay, also das Plattenhart da kurz liegen geblieben ist, hat mich ein klein wenig irritiert. Aber eher in die Richtung, dass. Oh, vorbeigeflogen. Aber eher in die Richtung, dass ich dachte, der wäre jetzt im Arsch. Dass er durchgekommen ist, hat mich jetzt selbst etwas überrascht. Ich dachte eigentlich, ich hätte die bessere Position. Oh, ne. Oh, aber dass er ihn durchlässt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, Ibisevic ist halt nicht der Schnellste. Ho, das wäre auch übel geworden. Hand! Jawohl. Habe ich doch gesehen, dass er da mit Hand gespielt hat. Wird ja meiner Meinung nach irgendwie inzwischen seltener gehandelt. Und den Hammer da auch nochmal reingezogen, aber auch nichts gebracht. Oh, vorbeigelaufen. Immer äußerst peinlich. Ah, der müsste für uns sein. Ja. Gut rausgespielt. Aber genauso gut und schön wieder vergeben. Warum auch den Ball mal länger behalten? Ist ja öde. Brooks hat die Geschichte da schon gut unter Kontrolle. Oh, Lustenberger hat sich da ausspielen lassen. Oh, und der Konter, der ist gar nicht mal ungefährlich. Einfach mal wegschlagen. Oh. Normalerweise ist Lustenberg eigentlich ziemlich zuverlässig. Nicht schlecht. Nicht sehr zuverlässig, auch was die Abwehr betrifft. Harnik hat da mal einen Wumps rausgehauen, ne? Meine Güte.
Ah, das Klären ist hier nicht ganz so einfach, wie es scheint. Boah! Ja, da haben wir den Vorteil gerade ausspielen können. Das muss aber die gelbe Karte hier nach sich ziehen. Ja, das wird die gelbe Karte auch nach sich ziehen. Ach je. Das ist ja etwas, was wir nicht gerne sehen. Ja, nochmal abgelenkt, glaube ich auch, so ein bisschen. Hat einer einen Schlag abbekommen, als wir da versucht haben, noch an den Ball zu kommen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da eventuell noch ein bisschen Druck erzeugen können. Oder welchen Weg wir da gehen. Weil derzeit wirkt das alles ein bisschen behäbig. Und, schöner Schuss von Ibisevic. Aber auch nicht verwerten können. Oh! Der war eigentlich super. Und da war ein bisschen Gewühl drin. Müsste jetzt auch abgepfiffen werden. Ja. Oh, gute Chancen. Erarbeitet. Beim einmal standen wir leider so ungünstig, dass wir uns da wahrscheinlich gegenseitig behindert haben bei den Kopfball. Personelle Änderungen müssen wir jetzt erstmal nicht vornehmen. Ich denke, das ist so, wie es ist. Ist das gut. Nö, da wollte ich eigentlich nach vorne spielen. Hat sich nicht ergeben. Gut gemacht von Tah. Schlecht gemacht von der Offensivfront. Da hatte ich mal gehofft, ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Aber die Unterstützung hielt sich ja dann doch arg in Grenzen. Erklärt. War auch wahrscheinlich die richtige Variante, sonst hätte ich mich da hinten nur wieder verspielt und verzettelt. Ugh.
Wie war denn das jetzt ein Foul von uns? Könnte sein natürlich, dass er mit der Hand gespielt hat. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, haben wir gezogen. Haben wir gezogen. Ja, wir kommen ja noch auf nichts Zählbares, nichts Fruchtbares. Auch Vandenberg hat den Ball rausgespielt. Ecke. Für den VfB Stuttgart. Ja. Läuft aber auch jetzt nicht so, wie man es sich hätte vorgestellt. Oh. Uiuiui. Ja, hätte was werden können. Ah, Kraft hat ihn sicher. Ah, zu verzettelt. Nichts, was jetzt ordentlich dabei rumkäme. Spielen natürlich weiter über oben, aber VfB Stuttgart macht jetzt ja auch nicht so den Eindruck, als wollten die hier zwingend irgendwas. Da ist auch keiner mehr hingelaufen. Ah, gegeneinander gelaufen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns hier gut taktisch zurückziehen. Hilft auch keiner mehr weiter aus. Und mit Kraft geklärt. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier los ist. Irgendwie fehlt uns jetzt hier die Dynamik hinten drin. Stark kommt mal rein. Ronny und rechts. Weiser. Fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit. Gut, mit Ronny holst du jetzt auch keine Spritzigkeit mehr hier rein, ne? Also, das sollte jedem ja klar sein, dass die Zeit mit Ronny nicht sonderlich jetzt nicht immer als geprägt war mit der ist schnell gelaufen, ne? Also, machen wir uns da nichts vor. Nein, da sollte der nicht hin, weil der Spieler ist anders gelaufen als dann erwartet. Aber dazwischen ist sogar für uns ein Einwurf. Meine Güte. Aua! Der hat mich getroffen. Ah. Ronny! Ronny! Ich fasse es nicht. Gerade reden wir noch darüber, dass seine Zeit jetzt ja auch schon ein bisschen vorbei ist. Und dann kommt Ronny, dreht sich hier rum um den Gegner, schüttelt den einfach ab und haut das Ding rein. Unfassbar. Und jetzt werden wir hier sehr defensiv abgehen. Weil wir müssen hier das zumachen. Oh. Abpfiff, das war's schon. Wir gewinnen 1:0 im Olympiastadion gegen VfB Stuttgart mit einem sehr, 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 sehr späten Tor von Ronny. Alter Falter. Gut, so kann's auch mal laufen. Das war glücklich für uns. Eigentlich wäre ein Remis, denke ich, verdienter gewesen. Aber hey, was soll's. Vielen Dank, dass ihr
bleibt ruhig. Wir müssen ja noch weitermachen. Tah hat mir sehr gut gefallen hinten in der Abwehr, muss ich ehrlich gesagt sagen. Der war da sehr agil. Werde ich vielleicht häufiger einsetzen. Wir spielen als nächstes in der Champions League. Ich habe nämlich vergessen, euch zu erzählen, dass ich die Pokalauslosung am Anfang gemacht habe. Und bei dieser Pokalauslosung ist rausgekommen, dass wir in der Champions League mitspielen sollen. Peter Pekarik ist wieder dabei. Kann wieder an dem Training teilnehmen. Das ist sehr gut. Spieler, ich würde ganz gerne tatsächlich Tah loben. Hat ein gutes Spiel gemacht. Ich hoffe, dass er das auch weitermachen kann. Halt! Nein! Spielentwicklung. Ah. Ja, sei es drum. Was die kommende Partie angeht, er möchte in die Startaufstellung. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich denke, das ist auch tatsächlich möglich, weil wir hier mit Ibisevic gerade einen ziemlich kaputten Spieler haben. Pekarik kann mal reinkommen für Regesell. Regesell, ja, ich weiß nicht, was wir mit dem machen in Zukunft. Müssen wir mal schauen. Ich würde ganz gerne aber auch Lorenzen reinholen. Und zwar würde ich den ganz gerne für Benatira holen. Ja, müssen wir aber mal schauen, wie wir da dann weitermachen. Erstmal danke fürs Zuschauen, dass wir hier ein 3 Punkte gemacht haben. Ist wichtig für uns. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Crunch Cow. Bis dahin. Ciao.